Willkommen zum neuen Video. Einige von euch haben uns gefragt, ob wir unser Boot nicht mal ein bisschen genauer vorstellen können. Und das machen wir heute. Wir machen eine kleine Roomtour mit euch. Wir haben eine Kata 33 aus dem Jahre 1973. Sie wurde in Griechenland gebaut und von dem Yachtdesigner Dick Carter entworfen. Sie ist so ein bisschen runder, wie man eben schon sehen konnte in den Videos. Das liegt an dem klassischen UR-Design von damals. Und was das bedeutet, erkläre ich jetzt mal André. Unser Boot besteht aus GFK, also Glasfaser, verstärktem Kunststoff. So, was ist IOR? Das sind im Endeffekt die International Offshore Rules. Das war damals ein Regelwerk, was so ein bisschen die Rumpfform der Boote definiert hat in den Regatten. Das IOR-Design an sich, wie es jetzt bei unserem Boot ist, ist an sich so ein bisschen Schummelei. Im Endeffekt hat man eine 33-Fuß-Yacht geschaffen. Und sobald sich die Yacht aber auf die Seite legt, verlängert sich die Wasserlinie. So, und im Endeffekt sagt man, oder so zusammenfassend, je länger die Wasserlinie, umso höher die Rumpfgeschwindigkeit. Also wurden dann 33-Fuß-Yachten auf einmal schneller, weil die Wasserlinie länger war. Weiter geht's mit dem Bug, wie man sehen kann. Haben wir Starkreiter, also keine Rollanlage, ist alles ein bisschen klassischer, war schon alles vorhanden und ja, ich sag mal, kann weniger kaputt gehen, ist aber auch mehr Arbeit. Das ist unser Anker, ist ein Delta-Anker, ist mit 10 Kilo vielleicht ein bisschen leicht, da wir aber 50 Meter Ankerkette haben, sollte das auf jeden Fall reichen und bis jetzt hat er sich auch schon sehr gut bewährt. Ja, unseren Strom produzieren wir auch selbst. Dazu haben wir auf dem Geräteträger jeweils zwei Paneele 100 Watt Peak Solar. Und auf der Sprayhood befindet sich noch ein 80 Watt Peak Solarpanel und das reicht bis jetzt ziemlich gut für uns. Ja, wir haben zwei Autopiloten. Das ist einmal der ganz klassische Pin-Pilot und dann hier an unserem Heck, wie ihr schon seht, die Windpilot Pacific. Die funktioniert rein mechanisch und ja, wir hoffen, dass sie uns auch irgendwann über den Atlantik bringt. Wir steuern mit einer Pinne, es ist ziemlich einfach, man kennt immer die genaue Ruderstellung und es kann weniger kaputt gehen, also es ist uns mittlerweile auch lieber als eine Radsteuerung. Und das hier war mein alter Achsstiel, ist vielleicht ein Ticken zu lang für unser Cockpit, aber gut, passt trotzdem rein. So, das war's von hier oben und jetzt gehen wir mal unter Deck. Willkommen unter Deck der Manatee. Hier ist unser Wohnzimmer, Esszimmer, unsere Küche und unser Arbeitszimmer. Also alles in einem, ist nicht sehr viel Platz, aber für uns beide hat es bisher immer gereicht. Ja, das hier ist unser Kochbereich. Wir haben in der Küche und im Bad manuelle Fußpumpen für das Wasser. Genau, hier ist unser Kühlschrank versteckt. Er ist auch ziemlich groß. Hier ist sogar noch so eine Art Gefrierschrank. Wird auch ziemlich kalt. Und das ist unser Petroleumkocher mit kardanischer Aufhängung. Schwingt also bei Wellengang schön mit. Ja, und hier haben wir dann eben jeweils Möglichkeiten, um Sachen zu verstauen. Teil ein bisschen versteckt. Hier haben wir unsere Gewürze. Ja, hier oben haben wir weiteren Stauraum, den wir für Küchenutensilien nutzen. Von Tupperdosen über einen Backofen bis hin zu Sprossengläsern ist alles da untergebracht. Die unteren Fächer auf beiden Seiten nutzen wir für Werkzeug hauptsächlich. Wir haben so gut wie alles mitgenommen und können fast alles selber reparieren, sind also sehr gut ausgestattet. Bis auf die hier.
Hier haben wir eben noch Lebensmittel untergebracht und hier passt wirklich super viel rein. Also die gehen wirklich bis hier oben hin. Ja, hinter dem Vorhang haben wir noch mehr Stauraum. Da befinden sich aktuell meine Klamotten. Wir haben hier noch Nähmaschine, Erste-Hilfe-Sets und so weiter. Und hier dieses Netz, das ist eigentlich unser Relingsnetz. Und das können wir hier oben dann festbinden und dann fällt da auch nichts raus, egal wie schief wir liegen. Ja, hier unter der Backboard-Salonbank haben wir unser Wassertank. Das sind 120 Liter, die wir hier reinbekommen. Und hier vorne ist quasi unser ganzes Epoxy, was wir mitgeführt haben. Mit 7,5 Liter sind wir da auch ziemlich gut aufgestellt und können eigentlich das meiste reparieren. Die Bilge ist relativ flach, sieht man bei uns auch direkt. Das passend genau von der Höhe. Ja, Wasserflaschen darunter und danach ist schon GFK. Ja, hier Steuerbord, Salonbank, gucken wir mal runter. Das sind unsere Batteriebänke. Wir haben eigentlich auch hier ein bisschen Platz. Wir könnten vielleicht noch eine dritte Bordnetzbatterie anschließen. Ja, Solarladeregler, Landstromladeregler. Und hier haben wir so eine kleine Kiste mit allem möglichen Kram, was die Elektrik betrifft. Unser Bordnetz besteht aus 300 Amperestunden, also 2x150 Amperestunden AGM-Batterien. Und wir kommen damit eigentlich super klar. Ja, das hier ist unser Kartentisch, den wir aber ehrlich gesagt selten als solchen nutzen. Das hier ist unsere Bordbibliothek und hier eben das Schallpanel mit unserem Bordcomputer. Hinter mir ist eigentlich die Hundekoje, die wir aber aktuell als Rumpelkammer nutzen. Da sind so Sachen drin wie Stingy oder ein Crabbag. Falls mal was passiert, haben wir eben eine Tasche gepackt, in der alles Überlebenswichtige drin verstaut ist. Genau, haben wir dann schön zugedeckt, damit man das nicht sehen kann. Besser ist das. Ja, unser Motor ist ein Volvo Penta 2003 mit 28 PS und 3 Zylindern. Er hat eine Zweikreiskühlung, die einen zweiten Wassertank von 80 Liter erhitzt. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal so viel über einen Motor erzählen kann. Bevor jetzt die ganzen Fragen kommen, warum haben wir eine Schiffsglocke im Boot? Die haben wir geschenkt bekommen von einem guten Freund von uns. Danke, Achim. Die ist jetzt hier drin. Die dient jetzt als Schnapsglocke, hatten leider keinen Platz dafür im Cockpit, genau, haben wir aber noch nie benutzt. So, dann gehen wir mal weiter ins Bad. Da wartet schon André auf euch. Ja, herzlich willkommen in unserem Bad. Klein, aber fein. Wir haben aber trotzdem alles, was man so braucht. Wir haben fließend Wasser, wir haben eine Toilette. Wir haben genügend Staumöglichkeiten und wir hätten sogar einen Fäkalientank, wenn er benötigt wird. Ja, das ist unser Mast. Wir haben nämlich einen durchgesteckten Mast. Genau, und der sitzt hier unten auf dem Kielbalken auf. Ja, und dann zum Schluss unser Schlafzimmer. Für André ist das ein bisschen zu klein, er muss immer ganz am Rand liegen, um die volle Länge zu haben. Für mich passt es dagegen optimal. Wir haben unter den Matratzen 3D-Mesh, damit sich da keine Feuchtigkeit bildet und das funktioniert wirklich sehr gut. Wir lüften die Matratzen natürlich trotzdem regelmäßig. Unter dem 3D-Mesh, unter den Matratzen, befinden sich unsere Segel. Da ist genug Stauraum dafür und die können wir dann eben durch die Luke nach oben befördern. Und an der Luke haben wir hier noch so einen Mückenschutz. Und darunter auch mit Klett kann man das dran machen, so ein Verdunkelungstuch, damit wir es eben auch morgens nicht zu früh zu hell haben. Ja, und hier befindet sich dann noch mein Kleiderschrank, der tatsächlich sehr viel kleiner ist, als ich es gewohnt war. Ich hatte zwar nie viele Kleidungsstücke, musste aber vor der Reise trotzdem ordentlich aussortieren. Kann aber jetzt sagen, nach fast 3 Monaten Reise, dass ich gar nichts vermisse.
Und unterteilt habe ich das in solchen Taschen. Das sind eigentlich so Koffer-Organizer und die sind wirklich super praktisch. Man kann eben alles aufteilen in T-Shirts, Kleider, Sportsachen. Hat eben alles schön beisammen, schön ordentlich sortiert. Muss sie manchmal rausnehmen zum Lüften, aber ist dennoch super praktisch. Wir hoffen, euch hat unsere kleine Roomtour gefallen. Wir befinden uns mittlerweile schon in Figueira da Foz. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben auch alles, was man so zum Leben braucht. Es geht auch alles auf kleinen Booten. Wir merken schon selbst, in den ganzen Häfen, wo sich jetzt die Langfahrtsegler befinden, ja, können wir doch zu den kleineren. Aber kein Problem für uns. Im Gegenteil, wir kriegen unser Boot eigentlich super gehandelt. Und wir kriegen auch mal die Segel runter, wenn wir jetzt nicht perfekt im Wind stehen. Also für uns als Anfänger auf jeden Fall super. Ja, und viele denken eben auch, man braucht mindestens eine 40-Fuß-Yacht, um auf Langfahrt zu gehen. Dem ist aber einfach nicht so. Es geht auch mit weniger und kleiner. Genau. Noch als kleiner Ausblick, wir befinden uns gerade mitten im Orca-Angriffsgebiet. Ja, wir müssen mal schauen, wie und wann es für uns weitergeht. Gestern wurden zwei Bekannte von uns angegriffen. Es ist zum Glück ihnen selbst nichts passiert. Einer hat aber das Ruder verloren und das möchten wir natürlich nicht. Ja, dann drückt uns mal die Daumen, dass uns nichts passiert. Und ja, mehr dazu im nächsten Video.